Ich bin in Bispingen gekommen und heute wird privat Osterfeuer gemacht. So, ich werde jetzt hier von diesem Herrn Ferdinand gebracht, so dorthin, wo wir heute Osterfeuer feiern werden. So, wir sind hier angekommen und ihr kennt diese Stelle, oder? Ich habe hier meinen ranzigen Schlafplatz hier aufgebaut. Hier werde ich drin pennen heute Nacht. Für den Fall, falls ich diese Nacht nicht am Feuer schlafen sollte, wie beim letzten Mal. Guck mal! Hier gibt's sogar eine Dixie-Toilette. Und hier wird Osterfeuerholz gesägt. Guck mal, Leute. Hier. Ich bin eine Milchsäurebakterie. Geprost. Ich habe vor kurzem gekotzt. Aus der Nase. Und dann war das irgendwie nach Stunden immer noch unangenehm gewesen. Dieser ganze Geschmack und Geruch und diese Reste von der Nase auch irgendwie rauszukriegen. Da musst du mehr Bier trinken, damit ja. Dieser Kotzgeschmack wieder weggeht. Ja. Und das werden wir uns gleich in unser Maul reinstopfen. Das schmeckt voll cool, ich mag das. Schmeckt mega. Lecker, lecker. Sag mal, ja. Der Kohle. Ich wäre ein Wurm. So sieht unser Osterfeuer aus. Wie sieht euer Osterfeuer aus? Guckt euch mal diesen Siff hier vorne an. Hier, der ist abgegangen. Das heißt, das war nicht angespannt gewesen, als ich hier gepennt habe. Deswegen habe ich meinen Schlafplatz hier vorne hingelegt. Zu den biertrinkenden Leuten hier vorne. Hier haben wir früher gefeiert. Jawohl, hier gibt es eine kleine Diskothek, da hat man ganz oft gefeiert. Leider nicht mehr. Die gibt es leider nicht mehr, schade. Aber auf jeden Fall habe ich da ganz oft drin gefeiert. Ganz viel Bier getrunken. Mit ganz viel Bier trinken. Und da habe ich gesteppt. Es gibt sogar ein Foto von der Zeit noch. Das waren gute Zeiten. Das waren noch gute Zeiten. Da hat man noch ganz viel Bier getrunken. Guck mal hier. Ich bin hinter diesem Kiewitzmarkt oder wie das heißt. Und ich chill hier so eine Runde rum. Mit Barfuß. Trinke hier ganz genüsslich Bierchen und vielleicht lege ich mich auch gleich noch eine Runde hier hin auf dieser Isomatte. Weil heute ist voll cool Wetter. So, ich habe jetzt die letzten 2-3 Stunden hier rumgelegen und die Sonne genossen, vor mich hingedöst und jetzt gelaufe ich zu Hansi, damit wir gleich einen Bierabend machen können.
So, Fressen ist fertig und währenddessen ich jetzt fresse, habe ich hier erstmal meine Kaffeeherstellung begonnen. Das heißt, ich werde gleich auch noch Kaffee trinken. So, ich bin bei Ihnen hier angekommen. Ja, wir gucken Didi davon. Und wir werden jetzt erstmal Bier trinken. Ja, Prost. Geprost. Ich habe früher mal eine richtige Schuppenflechte gehabt. Diese tödliche Haut, die von meinem Kopf runtergefallen ist. Guck mal, wir gucken uns bei Ihnen hier in sein Heimkino Natururin an. Ihr müsst alle auch viel mehr Natururin angucken. Das ist mir ganz wichtig. Kennst du dieses Geräusch, wenn ein Rind auf die Rasenfläche drauf pinkelt? Ich kann es mir vorstellen. Wie kraftvoll sich das anhört. In der Tat. Ja, wenn man den Gartenschlauch aufdreht. Genau so habe ich gerade die Toilette von Ihnen benutzt. Von vorne. So, jetzt wird erstmal Fressen von vorgestern angebraten, damit ich das gleich fressen kann. So, Fressen ist fertig. Ich bin erwacht. Ich habe noch eine Nacht hier bei Ihnen hier gepennt. Und genau, jetzt ist morgens früh und jetzt gelaufe ich zur nächsten Bushaltestelle, um mit dem Bus nach Soltau zu fahren und dann von dort aus mit dem Zug nach Hause. So, ich bin hier im Bahnhof und hier, mein verranzter Zug, der steht hier schon. Ich werde hier jetzt einsteigen